Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Und heute werden wir den Nissan GT-R Nismo nehmen und ja, diesmal so ein bisschen aufs Extremere aufbauen. Es ist ja schon jetzt ein bisschen her, dass wir den GT-R mal ausgefahren sind, und das, obwohl der ja eigentlich schon prädestiniert ist für diese Art von Aufbauten mit 800, 900.000 PS oder drüber hinaus. Und ja, genau deswegen werden wir das heute machen, wie gesagt, mit dem Nissan GT-R Nismo, den wir ja sogar mit dem Bodykit noch gar nicht ausgefahren sind. Deswegen würde ich sagen, passiert das heute? Wir gehen zum Tuning und gucken mal rein in die Sachlage. Wir haben keine Motors aus, wir könnten aber auf Heckantrieb gehen. Machen wir jetzt natürlich nicht. Und ja, er hat ein Bodykit. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht so geil, weil dadurch echt ein paar Elemente, die ihn halt zum Nismo machen, durchaus verloren gehen. Es sieht halt aus wie normaler GTR jetzt, aber wir nehmen das Bodykit trotzdem mal einfach für auch die breiteren Reifen, Stabilität und alles, was damit dazugehört. Er hat dann auch noch ein paar verschiedene Sachen fürs Heck. Das sieht halt schon irgendwie geil aus, finde ich. Big Country der Flügel wäre natürlich smarter für die Aerodynamik. Ich möchte jetzt direkt mal gucken, haben wir vorne einstellbare Aero? Bevor wir jetzt irgendwas weiteres machen. Weil wenn wir vorne einstellbare Aero haben, kriegt er den großen Flügel. Wenn nicht, dann gucken wir mal. Er hat vorne einstellbare Aero. Okay, dann brauchen wir hinten auch welche. Und dann wird es der Big Country Labs Flügel werden. So bescheuert er auch aussieht im ersten Moment vielleicht. Wie gesagt, das hier ist cool. Meiner Ansicht nach, aber ne, wir gehen auch ein bisschen auf Performance und da muss es dann der Flügel sein. Ui, ja, und eine wilde Haube kriegt er auch noch. Spannend. Semi-Slicks hat er schon. Bleiben wir dabei. 3,15 da vorne. Was haben wir hinten dann? 45er? Ja, 45er. Okay, das war tatsächlich geraten. Okay, sehr wild. Ein 7-Gang-Getriebe hätte ich gerne. Hat er das eh schon nicht? Ne, er hat ein 6-Gang-Getriebe. Okay, dann kriegt er einen 7-Gang. Und ein Renndifferenzial. Rennfahrwerkstabilis. Ne, das ist jetzt nichts, was überraschen sollte, hätte ich jetzt gesagt gehabt. Gewichtsreduzierung. Ja, das ist halt ein GDR, ne? Der ist schwer. Geht jetzt mal auf 1,5 Tonnen runter. Geht ein bisschen hoch wieder für den Überrollkäfig. Aber nicht allzu viel, sondern jetzt Power. Auspuff erstmal. Ja, brutal. Ich hätte schon gern die 1000 PS. Ich habe aber so ein bisschen die Vermutung, die kriegen wir nicht. Ja, wobei, könnte. Könnte knapp passen. Oh, aber ganz knapp könnte das passen. 1002, okay. Kommen wir auf einen schönen Wert? Oder nicht? 1015, ja. Warte, sind das denn nicht exakt? Da, nicht exakt 1050, okay. 1055, gut, hätten wir das. Und ja, Anti-Lag-Behälter. Es ist ein GTR, der darf das. Seien wir mal ehrlich. Ein 1055 PS Nissan GT-R darf ein bisschen Feuer speien. Wir haben kein Auto gebaut, wir haben Flammenwerfer gebaut. So nämlich. So, die paar EP nehmen wir mit. Designs, ich hoffe, da gibt es was Schönes jetzt. Heute muss es ja Gott sei Dank kein Anime-Design sein. Und wir haben hier durchaus ein paar coole Sachen auf jeden Fall. Ja, das ist halt schon nice. Das passt aber nicht zum Bodykit. Leider. Wie gesagt, an sich ist das schon sehr, sehr cool auf jeden Fall. Stuy hat hier vorne halt eins gemacht gehabt. Ja, aber ich finde die Farbkombi nicht so schick auf dem, muss ich sagen, ähnlicherweise. Hier so ein Liberty Walk Design. Relativ Standard, sag ich mal. Könnte aber cool aussehen. Wie gesagt, ich hätte ihn auch ohne Flügel hinten präferiert. Aber ich glaube, man gewöhnt sich dran. Ja, ja. Ich
Vielleicht jetzt noch andere Felgen? Ja, Leute, ich weiß. Packt das Popcorn aus. Andi ist in den Felgen drin. Ich denke schon, dass das relativ schnell gehen sollte jetzt eigentlich, weil ich denke, dem wird sehr viele stehen und da suchen wir jetzt einfach nur kurz was. Bei ADV1 immer eigentlich immer zu Hause gewesen, never mind. American Racing eher nicht. Die hier sind doch schick. Anfang TC4. Yo, wait. 21 Zöller draus machen. Ja, haben wir. Nice. Ist gebucht. Ist gebucht, ist gekauft. Und dann fahren wir jetzt einen 1055 PS GTR aus. Der Traum eines jeden 13-Jährigen, ich sag's euch. Ja, der GTR. Das Ding ist halt, es ist ja ein cooler Wagen. So, ich finde nur, der GTR hat bei mir so ein bisschen Ansehen verloren. Dadurch, dass er doch sehr extrem overhyped wurde über viele Jahrzehnte hinweg. Man muss ja Jahrzehnte sagen mittlerweile. Wobei, ein Jahrzehnt, anderthalb. Ungefähr. Da wurde er halt, wie gesagt, massiv overhyped. Ist halt gerade auch wirklich ein Wagen geworden, der sich halt kaum weiterentwickelt hat über sehr, sehr viele Jahre hinweg. Gerade was die Performance angeht. Er hat als Supersportwagen angefangen und ist zum Sportwagen geworden im Laufe seiner Zeit, performance-technisch. Das ist einfach nicht optimal für ein Modell. Und ich glaube, Nissan hat sich selber sehr viel Druck gemacht mit jedem Jahr, auch was sie länger warten jetzt mit einem R36 potenziell. Ich glaube, sie werden richtige Probleme haben, einen Wagen hinzubauen, der die Menschheit zufriedenstellen wird. Bin ich ehrlich, das haben sie selber verkackt, dadurch, dass sie so lange gewartet haben. Ich glaube, wenn so ein R36 irgendwie 2017, 18 schon gekommen wäre, was ja, ne, wäre trotzdem noch 10 Jahre GTR gewesen. Also durchaus realistisch, muss man ja sagen. Dann wäre dem Wagen schon sehr viel mehr geholfen. Ich meine, für mich ist da immer so der beste Vergleich, wie unfassbar alt der GTR einfach ist. Wenn man ihn halt mit der Corvette vergleicht. Die Corvette ist im Laufe der Zeit, die der GTR existiert, zur C6 geworden, zur C7 geworden und jetzt zur C8 letztendlich vor ein paar Jahren. Der GTR R35 ist der GTR R35 geblieben. Klar, Facelifts ab und zu mal. Aber es hilft halt nichts, wenn die Plattform, die du hast, die Basis halt über, was ist es, 15 Jahre, glaube ich, die gleiche ist. So, du kannst halt nur so viel machen. Und es hat ja einen Grund, wieso ein GTR Nismo früher wirklich Angst und Schrecken verbreitet hat. Und mittlerweile ist es halt so, ja, cool, neuer Nismo. Mal schauen, was er so hinkriegt. Das ist ja nicht, das kommt ja nicht von ungefähr. Also ich bin gespannt, was da passieren wird. Der GTR, wie gesagt, in der Essenz ein cooler Wagen eigentlich. Er wurde sehr overhyped meiner Ansicht nach, was für mich echt ein Problem ist. Ich hasse es, wenn Dinge overhyped werden. Komme ich gar nicht mit klar. Da entwickle ich irgendwie so eine Grundabneigung instinktiv dagegen, gegen solche Sachen. Das war auch beim GTR echt lange der Fall. Mittlerweile kann ich ihm da wieder positiver gegenüberstehen, weil die Leute selber gemerkt haben, naja, ganz so krass ist er auch nicht mehr. Aber ja. Wir schauen einfach mal, was wir aus ihm basteln. Da gucken wir doch einfach mal. Er war sehr anders, die Rear auf jeden Fall. 415 km Topspeed, das ist viel zu viel. So viel sollte der gar nicht haben.
Das spricht für mich schon mal dafür, dass wir ein bisschen wenig Downforce haben. Ich meine, wir haben ja gesehen, vorne Downforce ist schon mal die geringste. Mal schauen, wie die hinten eingestellt ist. Ich glaube, alleine darüber können wir jetzt schon mal einiges ändern. Wenn er vorne einfach mal deutlich mehr bekommt und hinten dann auch noch mal ein bisschen mehr für die Stabilität einfach. Das alleine sollte schon gut helfen. Ich meine, wir haben einen riesen Flügel hinten drauf. Wenn der uns keine Downforce generiert, was dann? So, Federn lasse ich erstmal. Ich würde jetzt wirklich erstmal gucken, wie er mit der anderen Aero-Verteilung jetzt klarkommt. Und anhand dessen würde ich dann das Fahrwerk einstellen, wenn wir dann von der Aero nochmal so ein paar Feinheiten haben. Ne, beides einstellen, dann kann es halt sein, dass ich irgendwie überkorrigiere und das möchte ich ja natürlich nicht. Okay, fühlt sich jetzt auf den ersten Metern schon mal ganz anders an. Der ist jetzt natürlich vom Mit-I her auch super hoch, ne? Also das ist ja schon obere Hälfte der 2-Klasse, da sind wir schon definitiv im Hypercar-Level. 918 hat, glaube ich, was war es, 924? Also man kann schon viel erwarten von der Teststreckenzeit gleich, ich bin gespannt. Wenn wir ihn jetzt wieder eingestellt haben, ey, die Felgen passen so gut! Und wir haben sie so schnell ausgewählt! Ich habe da gerade immer noch extrem durch. Also da hatten wir schon 1000 PS Wagen, die nicht so krass gingen. Oh, ich war mir nicht sicher, ob der zum Stehen kommt. Da war ich mir echt nicht sicher, aber mit viel Bedieben hat es geklappt. Schieb deinen Ferrari mal da weg. Ich fahre einen GTR. Und was willst du da eigentlich mit deinem Lotus? Also bitte. Wenn ein GTR, der zweimal so viel wiegt wie dein Auto, einfach innen an dir vorbeifliegt. Ja, wir haben ein paar Sachen jetzt mit der Aero richtig gemacht auf jeden Fall. Das fühlt sich besser an. Das Gewicht können wir halt nicht ausradieren, ne? Das ist immer noch da. Ja, gut, du kommst halt nicht drumherum, ne? Ich glaube aber doch fast, den Nismo werden wir nochmal sehen als Drifter und dann halt wirklich mit dem Bodykit und dem Entenbürzel hinten dran. Weil das ist, finde ich, dann bodykit-technisch echt die schönste Variation. Ich finde, wie gesagt, an dem Flügel, ich gewöhne mich dran. Also, er ist fein, mit dem Bodykit passt das durchaus. Aber ist halt nicht die schönste Form. Und ich hätte auch beim Auto schon im Regelfall gerne, wo es geht, die schönste Form drauf. Obviously, ne? Wäre jetzt auch. Also, ich habe jetzt selten eigentlich vor, meinen Autos hässlich zu machen. Außer der Alpine A110 in TDU. Nicht TDU 2, TDU Solar Crown. Das war was anderes. Das war aber auch. Mit Vorsatz, muss man ehrlicherweise gestehen. Das war mit 100% Vorsatz und. Was soll ich sagen? Ich habe halt gesehen, das Ding hat ein braunes Interieur. Das passt halt so überhaupt nicht zur blauen Exteriorfarbe, die wir gewählt hatten, das Alpinblau. Naja, und dann ist es halt passiert. Was soll ich machen? Ich kann einem Wagen nicht in den Mund schauen und dann sowas ablehnen. Das geht einfach nicht. Ist nicht machbar. Okay, das Fahrwerk war jetzt nochmal sehr gut. By the way, immer ein guter Indikator, durch Driftzone wirklich mal durchpacen. Wenn ihr 0 Punkte habt, dann habt ihr schon mal sehr wenig Oversteer. Also wirklich, ne, am Limit durch Driftzone durch, das kann ein Indikator für Performance sein, wenn man es richtig macht.
Habe ich bei Animotorsportfahrzeugen früher sehr gerne gemacht. By the way, ja, ich habe ungefähr 3 Animotorsportfahrzeuge in der Pipeline drin, aber ich komme nicht dazu, die Carbons aufzunehmen. Das ist so ein bisschen ein Problem. Mal schauen, wann ich das hinbekomme. Aber ich habe ein paar, also hoffentlich kommt da dieses Jahr noch der ein oder andere. Mal schauen. We will see. Oder zu Deutsch, wir fahren an See. So, jetzt haben wir auch mal die Konkurrenz, die dem Wagen hier gebührt. Zonda R, AMG One, Bugatti Divo, FXXK. Ist das ein Valkyrie da vorne? Ich glaube, das ist ein Valkyrie. Oder? Nee. Da ganz vorne auf der 1. Netten Valhalla war's. Kleiner Unterschied. Klein, aber fein. Okay, der Battle of the Blade natürlich in den Endkurven ein anderes Monster auf jeden Fall. Aber ich sollte ihn noch gerade eigentlich gut pullen. Und dann einfach wegschieben in der Kurve. Ich fahre einen GTR, ich darf das. Ich habe Masse. Das sind so grundlegende Vorfahrtsregeln in Mexiko. Wer das schwerere Auto hat, hat Vorfahrt. Auch auf der Rennstrecke. Formel-1-Fahrer hassen diesen Trick. Ja, der GTR fährt sich super nice. Also wir haben da echt ein geiles Tuning hinbekommen jetzt so spontan. Das ist echt ziemlich optimal. Weil er mir rundum vor allem auch gut gefällt. Alright. Kann man machen. Dann werden wir jetzt den GTR Nismo nehmen, auf die Teststrecke schießen und mal schauen, was er da so fährt. Der GTR Nismo ist an der Startlinie und fährt hier los. Schießt nach vorne, nur auf 102,3 Sekunden ungefähr. Das ist schnell für diejenigen, die da eine Visualisierung für brauchen. Das ist durchaus schneller als 2,4 Sekunden. Ich weiß, sehr brutal. Ja, wie schon gesagt, die Kurvenlage ist natürlich auch super gut. Wir haben natürlich jetzt auch viel gemacht. Wir haben Gewicht rausgenommen, wir haben Aero gegeben. Breitere Reifen, Semi-Slicks hatte er sowieso schon. Also das Einzige, was echt fehlt für noch krasser sind die Vollslicks. Und ja, bei denen weigere ich mich zum Großteil ehrlicherweise. Außer wir machen den Rennaufbau. Aber das sollen ja sehr extreme Straßenaufbauten sein hier in diesem Subformat, wenn man so möchte. Auch wenn es kein richtiges Format ist, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Nicht zu verwechseln mit einem Suppenformat, das ist was anderes. Was leicht anderes. Und ja, wie gesagt, was mich halt echt so fasziniert, ist wirklich diese Mischung aus Stabilität, geiler Kurvenlage insgesamt, trotzdem mit einem agilen Einlenkverhalten, super coole Bremsen und eben parallel dazu noch der Durchzug auf der Geraden. Das ist, der vereint das alles extrem gut. Das einzige Problem ein bisschen ist das Anbremsen in Kurven rein. Da ist er ein bisschen teilweise über die Vorderachse am Schieben. Das kommt, glaube ich, einfach noch über die Masse, weil halt der Wagen, wie gesagt, der ist immer noch trotzdem relativ schwer. Und wenn er halt dann von 300 auf so eine Kurve anbremst, dann geht es halt nochmal ein Stückchen nach vorne, gerade wenn sich die Masse nochmal mehr nach vorne verschiebt. Beim Anbremsen, dann ist das halt so. Aber das ist so das einzige Problem, was ich mit dem Wagen wirklich habe. Ansonsten auch hier um die Kurven. Er geht insane schön rum einfach. Kann man
nicht anders sagen. Hier auch mit 320 ganz geschmeidig durch. Kein Problem. Das ist ein guter Wagen. Kommt über die Linie mit 322 km/h. Er setzt eine 2 Minuten 2790 und ist damit fast in den Top 10 Fahrzeugen auf der Teststrecke. Schlägt den Koenigsegger Agera RS, wenn auch nur knapp. Den Brabham BT62, den Apollo Intense Emotione. Das sind krasse Autos, die der Nissan hier schlägt, die auch einen höheren LI alle haben. Also das jetzt wirklich mal zur Abwechslung ein Wagen, der trotz aller Downforce, die er besitzt, über seinem LI anfängt zu attackieren. Also richtig, richtig stark. Wie gesagt, fast eine Top-10-Zeit mit dem Wagen. Hätte ich nicht damit gerechnet. Wie gesagt, er ist gut, ja. Aber dass er so gut ist, holy shit, das ist für mich ehrlich eine Überraschung gewesen. Also durchaus mega cool, aber gut, ist halt ein GTR. Man kann viel draus machen. Das war schon immer wahr über den GTR. Und wie man sieht, ist das auch weiterhin immer noch der Fall. Sogar ein Flammenwerfer ist immer noch im Rahmen des Realistischen, wie man hinten raus sieht. Aber ja, coole Folge. Der Aufbau hat richtig Bock gemacht auf jeden Fall. 1000 PS GTR kann man immer machen. Ich würde damit sagen, für die heutige Folge wäre es das gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben und Abo sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Servus!